Moin, liebe Freunde des Vampirismus und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Legacy of Kain Blood Omen. Im fünften Part jetzt dieser Aufnahmesession. Ich weiß übrigens nicht, an welchem Datum das jetzt rauskommt. Das habe ich nämlich alles noch nicht koordiniert. Momentan bin ich jetzt einfach nur erstmal dabei aufzunehmen. Ich sehe wirklich nichts gerade. Das kommt mir gerade ein bisschen an, deswegen habe ich mich gerade jetzt die Lichtbäume angewandt. Die sogar draußen hilft. Weil ich will mal was sehen können. Ich sehe hier nichts. So. Keiner hat zwar gerade Schmerzen, aber dadurch, dass wir hier so viele Feinde haben, die uns gerade hier ans Leder wollen, haben wir mehr als genug Blut gerade zur Verfügung. Oh Gott. Aber klar. Danke. Noch einer. Und von hinten auch noch. Sauge ich dich auch noch leer. So. Hast du jetzt davon. Na hoppla. Oh, der ist gleich direkt hochgegangen. Okay. Sollte vielleicht ein bisschen aufpassen mit der Magie. Deswegen werde ich jetzt gerade mal nicht zaubern. Wie viele rennen denn hier rum, sag mal. Spawn wahrscheinlich sowieso alle gleich direkt nach, wenn ich wieder da raus bin. Aber ich glaube, das Gebäude werden wir erstmal betreten. Das sieht sehr interessant aus. Und vielleicht sollen wir ja sogar hier rein. Schönes Gewittergeräusch. Sehr beliebt auch, wird oft benutzt. Ah, le Speicherpunkt. Sehr gut. Also Speicherpunkte gibt es ja echt viele. Selbstverständlich wird gespeichert. Wenn wir schon mal hier sind, gleich erstmal Gelegenheit speichern. Ist doch halt blöd, dass man nicht jederzeit speichern kann. Aber gut. Ist halt ein Nachteil, über den man großherzig hinwegsehen kann. Wirklich. Also bislang fesselt mich das Spiel wirklich sehr. Muss ich sagen. Dafür, dass ich tatsächlich am selben Tag noch gearbeitet habe. Also ihr müsst euch vorstellen, jetzt mittlerweile haben wir Samstag, aber ich habe tatsächlich den Freitag noch gearbeitet. Jetzt bin ich direkt dabei, mit euch zusammen hier Blood Omen aufzunehmen. Also, und das macht wirklich Laune, also muss ich echt sagen. Das ist aber nicht nett hier über Kreuz. Au! Okay, irgendwie einer feuert hier irgendwie fiese Blitze ab. Oder Feuerbälle oder wie auch immer mal. Oh. Feuerbälle mit Verfolgungsfunktion anscheinend. Oh, was haben wir hier? Der Energieblitz ist magische Energie in ihrer Urform. Ein verheerender Zauber, aber sehr mächtig. Oh. Hey, Victor! Okay. Ach, die Wesen sind dafür verantwortlich. Alles klar. Kann man die damit platt machen? Ja, sprichwörtlich. Okay, von dem ist nicht viel übrig geblieben. Aber ich würde tatsächlich gerade gerne lieber bei der Lichtmagie bleiben. Weil ich sehe nämlich gerade sehr wenig und das gefällt mir gar nicht. Oh, okay, wir kommen nicht zurück, alles klar. Okay. Dann schreiten wir eben weiter voran, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Au! Okay, das ist wirklich mies. Die Arschgeigen haben fiese Magie. Aber wirklich fiese Magie. Oh nein. Oh. Ich muss aufpassen. Eieiei. Ach, dieser schöne Command & Conquer-Schrei. The Heart of Darkness. Verdammt. Das war so jetzt nicht geplant. Oh, Alter!
Das ist echt mies. Ich glaube, ich bin zu früh hier. Kann das sein, dass ich hier ein bisschen zu früh bin? Es wäre nicht das erste Mal, dass ich irgendwo zu früh bin. Die Viecher sind echt fies. Die sind echt fies, die Viecher. Wie soll ich die tot kriegen? Oh, vielleicht hiermit. Wäre doch mal eine Maßnahme, ne? Ja, hat gut geklappt. Oh! Kleine Drecksau. Einer ist da noch. Gönn dir mal schnell noch ein Herz. Alter. Okay, das war heftig. Die Gegner sind echt übel. Das sind richtig üble Jungs. Die spielen schon in einer ganz anderen Liga, doch? Alter Schwede. Aber wahrscheinlich bin ich einfach noch viel zu schwach und sollte doch gar nicht hier sein. Wie gesagt, es wäre nicht das erste Mal, dass ich in einem Ort bin, wo ich eigentlich noch gar nicht sein sollte. Es würde mich echt nicht überraschen. Das war ja echt übel gerade. Aber das Problem ist, ich komme jetzt auch nicht mehr zurück. Das ist das Blöde. Jetzt hänge ich nämlich voll drin. Eieiei. So muss hier irgendwo wahrscheinlich ein geheimer Schalter sein. Sagen wir mal einfach, es ist ein geheimer Schalter, der uns Zugang gewährt. Ich kann ihn hier aber gerade leider nicht sehen. Hä? Ja. Wir hängen da jetzt fest, aber wie kommen wir jetzt weiter? Das ist jetzt die große Gewinnfrage, die es sich stellt. Also so auf jeden Fall nicht. Ist hier was mit dem Licht zu tun? Nee. Die Gegner, die waren echt fies gerade. Aber ich glaube gerade, dass ich die echt zu unnötigerweise bekämpft habe. Ich hätte wahrscheinlich erstmal in die komplett andere Richtung gemusst. Möglicherweise. Kann das vielleicht sein? Sonst würde ich nämlich mal sagen, dass ich das Spiel erstmal lade. Tatsächlich. Da wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht hin. Sonst würde ich nämlich sagen, ich lade mal das Spiel und dann gehen wir mal in die andere Richtung erstmal. Denn ja, man kann das Spiel auch laden. Dark Diary, Status. Das kann ich euch auch nochmal nebenbei zeigen. Hier werden uns übrigens auch die Secrets angezeigt. Wir sind jetzt Welpe vom Prestige her. Wir haben 3 Secrets von 100 gefunden. Multilations 8, Meals 68, Slangs 137. Joa. Gut dabei. 3 Secrets erst. Loot Game, da wollte ich hin. Weil ich glaube nämlich, ich habe vorhin einfach aus Versehen den falschen Weg genommen. Jedenfalls will ich das glauben, sagen wir es mal so. Aber die Gegner hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Aber ich glaube tatsächlich, wir hätten eine stärkere Waffe gebrauchen müssen oder sowas. Dass wir eigentlich viel zu früh hier sind. Ehrlich gesagt. Ich glaube, wir sind hier ein bisschen zu früh. Aber ich würde es trotzdem jetzt erstmal versuchen. Jetzt sind wir schon mal hier, jetzt versuchen wir es auch.
Ich will jetzt nur halt erstmal wissen, ob das tatsächlich so ist, wie ich es mir denke. Ah, da schleudert schon. Aber wir können hier zurückschleudern, nicht wahr? Da sind sie. Warum der nicht? Jetzt. Ja, das mit der Verschwendung, das müssen wir noch lernen. Nicht wahr? Aber das Item ist sehr effektiv, wie man feststellt. Okay, hier kommen wir nicht rein. Das ist sehr bedauerlich. Ich hätte nämlich gedacht, dass es darüber da reingeht. Aber nö. Dem ist nicht so. Das ist sehr bedauerlich. Denn das heißt, wir hätten tatsächlich dahin gemusst. Aber ich frage mich, wie wir dann weiterkommen. Das ist die große Frage, die sich stellt. Der Energieblitz ist magische Energie in ihrer Urform. Ein verheerender Zauber, aber sehr mächtig. Also trifft leider nur in einem bestimmten Radius. Ein bisschen mies. Können wir den auch so treffen? Ne, das war jetzt richtig verschwendet. Super. Ah, den haben wir wenigstens mal im Nahkampf erwischt. Nee, da wollte ich nicht hin. Sondern da wollte ich hin. Okay. Komisch ist das trotzdem, dass da kein Dings war. Das war falsch. Das wollte ich. Oh. Danke, geht doch. Ach Mensch. War doch nicht päpstlich als der Papst. Hä? Hat das uns gerade selbst geschädigt? So. Geht doch. Das ohne ein Herz zu verbrauchen. Schon besser. Moment. Ah! Deswegen die Kugel. Siehst du, wenn man was selber herausfindet. Das ist immer noch am schönsten. Das war falsch. Das wollte ich haben. Und ich höre eine holde Maite No. Schon wieder der. Einmal Magie und einmal die hübsche Lady zum Nachtisch. Mit erfreulichen Tönen. Stirb! Komm her, gib mir dein Blut. Kommt noch einer? Ja, da kommt noch einer. Oder wird's einfach wieder dunkel? Finde ich eine Frechheit. Please, help me, kind sir. Es hört sich so an, als würde er sagen, helft mir, kind sir. So klingt das für mich. So, so weit, so gut. Wie geht's jetzt weiter? Wir haben jetzt drei Wege gefunden. Die haben wir jetzt alle erledigt. Hat sich vielleicht das... Nee, das Tor unten hat sich nicht geöffnet. Wir müssen also irgendwas tun.
sich hier die Tür öffnet. Aber was? Das ist jetzt die Frage. Da sehe ich eine Fiole. Was müssen wir jetzt tun? Das ist die Gewinnfrage. Verdammt. Vielleicht eine bestimmte Reihenfolge? Also ich glaube, das ist jetzt gerade pure Magieverschwendung. Aber ich probiere es trotzdem einfach mal. Das war es nicht. Aha! Bingo! Sehr schön. Das Tor ist offen. So, hier sollten wir nicht unbedingt Donnermagie haben. Ich bin direkt über ihnen. Das werdet ihr jetzt treffen. Okay. Interessant. Schon wieder so einer. Hoppla, das war falsch. Kommt er überhaupt so weit ran? Ich glaube nicht, ne? Och, da ist ja auch noch einer. Oh Gott. Da auch noch. Oh. Scheiße. Ach Gott. Blitz kommt nicht, ob es da. Super. Oh, ist das gemein. Scheiße. Den wollte ich eigentlich aussaugen. Sehr gut, der ist erledigt. Ah, Schalter. Sehr schön. Was hat er jetzt ausgelöst? Wissen wir nicht. So wie es aussieht. Okay. Ja, du kannst mal gerade da mal die Füße stillhalten. Au, 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 au. Hey, Victor! Mitten in der Gefahrenzone erstmal Blutsau. So, den Kerl haben wir auch erledigt. Unsere Fiole hat sich auch gerade verbessert. Sehr gut. Unsere Magie füllt sich auch wieder auf. Es ist nur noch der Penner da unten übrig. Genau dich meine ich, mein Freund. Okay, das war jetzt Verschwendung. Wieso ist die Plattform extra? Gibt es da etwa einen Zyklus? Können wir da überhaupt rüber? Nö. Natürlich nicht. Warum nicht? Können wir nicht. Frechheit. Gut. Aber das haben wir geschafft. Das heißt, das speichern wir jetzt. Mit einem etwas gelehrten Arsenal, aber immerhin mit einer Erfahrung mehr. Natürlich wollen wir speichern. Sehr interessant, wieder so reinzukommen. Also an die Dämonen, ich sage jetzt aber einfach Dämonen, konnte ich mich jetzt so gar nicht erinnern. Aber okay. Viele Secrets haben wir noch nicht. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe jetzt auch gar nicht so wirklich gezielt danach geguckt, ehrlich gesagt. Aber ich denke mal, wir werden auch Secrets finden. Früher oder später. Da bin ich mir fast schon sicher. So, jetzt dürfte kein erstmal gleich wieder das Meckern anfangen, weil jetzt... Na? Erstmal wird Blut getrunken hier. So, Prost auf die Gesundheit. Genau, das habe ich mir gedacht, weil es jetzt nämlich anfängt zu regnen. Und wir wissen ja alle, Wasser ist die Achillesferse der Vampire. Obwohl es da auch immer von, ja, ich sag mal, Universum zu Universum sehr unterschiedlich ist.
In meinem Universum zum Beispiel wäre es so, dass nur Weihwasser Vampiren wirklich schadet und vielleicht Meereswasser, aber kein normales Wasser. So wäre so meine Intention, weil heiliges Wasser ist halt geweiht und, Meerwasser hat halt Salz drin und Salz ist halt etwas, ne, untote Salz verträgt sich nicht. Das wäre so meine Devise, aber so ganz normales Wasser, so Grundwasser, was sollte denen das ausmachen? Das ist ja kein Salz, nix. Das ist ja ganz normales Wasser. Wisst ihr? So, wir schreiten jetzt mal weiter voran hier im Gebiet. Ich glaube, da Nachtholm, habe ich das gerade richtig gelesen? Nachtholm. Geht doch. Lass dich leer saugen, du Sau. Ja, kein beschwert sich, weil der Regen unterwegs ist, aber Regen ist immer noch besser als Sonne. Sonne tut mehr weh, glaube ich. Ich sehe zwar Bewegung, aber ich sehe nicht genau, was es ist. Aber ich sehe doch ein bisschen mehr tatsächlich, wenn ich ohne Licht spiele. Es war ein bisschen ungewöhnlich für mich, aber doch, die Augen gewöhnen sich recht gut daran, muss ich sagen. Sag mal, der eine Hügel, der sah doch so richtig schön abgesenkt aus hier, genau. Kann man da vielleicht hoch mit dem Werwolf? Ja. Da ist sogar eine Höhle. Na, hallo. Das Blut von Zeitaltern ist so süß. Trinke aus uns. Ein Blutbrunnen. Oder sowas ähnliches. Ja, das ist ein Blutbrunnen. Cool. Ob das unser Blutvorrat auch erhöht? Glaube ich zwar nicht, aber... Deine Stärke ist durch unser Blut gewachsen. Nicht wirklich, aber ich nehme es trotzdem gerne. Danke. Ob das irgendwie Angriff oder sowas erhöht? Könnte ja auch sein, ne? Rein theoretisch. Ich finde es übrigens interessant, dass Sonne angezeigt wird, aber es so düster ist, dass du nichts siehst. Finde ich sehr interessant. Was ich übrigens auch gerade sehr interessant finde, ist, dass die Tiere da schon rumhängen und ich bin noch gar nicht unten. Finde ich auch sehr nett. Dass du quasi direkt angegriffen wirst, noch bevor du dich überhaupt zurückverwandelt hast. So, erledigt. So, liebe Freunde, und jetzt würde ich gerne den Part beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wenn ihr mögt, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen zu einer neuen Folge von Legacy of Kain: Blood Omen. Ich weiß jetzt leider immer noch nicht, ob wir da schon Jahreswechsel haben. Ich gehe aber erstmal davon aus, dass dem nicht so ist. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024. Bleibt mir weiterhin gewogen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr es gucken werdet. Und sage dann einfach euer Lasser. Ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allem bleibt mir gewogen. Bleibt oder werdet gesund. Bis dato. Tschüss, Freunde.